Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegloschen. Warum eigentlich ist die Banane krumm? Wissen wir seit frühester Kindheit, natürlich deshalb, weil keiner in den Urwald zog und die Banane gerade bog. Aber in Wirklichkeit ist der Grund ein anderer. Bananen sind krumm, weil sie während des Wachstums zum Licht hinstreben und in entgegengesetzter Richtung zu ihrem nach unten hängenden Fruchtstand wachsen. Was für ein Leben! Was für ein Bild! Während des Wachstums zum Licht hinstreben. Genau deshalb feiern wir Gottesdienst, weil oft einfach alles nach unten drückt und wir doch nach dem Licht streben und uns danach sehnen und weil uns Gott genau in dieser Situation als Licht des Lebens erscheint. Und dann dürfen wir auch wissen, wenn es wirklich mal krumm und schief wird, dann schreibt Gott sogar auf krummen Linien gerade. Das hat auch unser heutiger Gast erlebt, Arno Backhaus. Nicht zum ersten Mal bei SDH, aber bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern. Und wir feiern ihn im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein, dass wir miteinander singen. Hoffe auf den Herrn. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. Und immer da. Und
Das wollen wir gerne tun, heiliger Gott, Vater im Himmel, der du für uns sorgst. Wir wollen uns dir anvertrauen und unsere Wege dir befehlen. Der Weg führt uns durch diesen Gottesdienst hinein in einen neuen Zeitabschnitt. Und wir vertrauen darauf, dass auf diesem Weg durch diesen Gottesdienst dein Licht, deine Hilfe, deine Kraft, dein Gnädigsein alles verändert in uns und an uns. Segne diese heilige Zeit im Namen Jesu. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium 1, die Verse 15 bis 18. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Eigentlich bin ich ein Mann der freien Rede, aber bei meinem heutigen Gast, da muss ich doch ein bisschen ablesen, das kann ich mir gar nicht alles auswendig behalten. Er ist nicht nur Sozialarbeiter und Liedermacher, er ist nicht nur liebevoller Ehemann, er ist erfolgreiche Humorfachkraft, spontaner Situationsmanager, sprühender Idealist, Bestsellerautor, verrückter Aktionskünstler, ehemaliger Gemeindegründer, kreativer Spieleerfinder und so weiter und so fort. Und er ist Evangelist. Ich freue mich riesig auf Arno Backhaus. Einmal mehr bei uns, Arno, herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten. Gerne. Evangelist, man redet über dich, man bemerkt dich immer wieder in der Öffentlichkeit auf der Straße. Da steht einer und möchte in Aktion kommen und eine Reaktion heraus und herauf beschwören bei den Leuten. Er kann seinen Schnabel einfach nicht halten, wenn es darum geht, zu verkündigen. Doch, kann ich gerade, weil ich meinen Schnabel gar nicht aufmache. Ich rede nur, ich spreche keinen an, verteile keine Handzettel, sondern warte, bis Leute was von mir wissen wollen. Dann mache ich den Schnabel auf, vorher nicht. Also Arno Backhaus zum Beispiel stellt sich in die Fußgängerzone und angelt. Ja. In der Fußgängerzone. Ohne was dazu zu sagen. Ja, genau. Und da kommen Leute und sagen sie mal, angeln Sie was? Sag ich bin kein Angler, aber man sagt immer, beim Angeln muss man Geduld haben. Da sagen sie, ja, brauchen Sie hier besonders viel Geduld. Sag ich, habe ich auch mitgebracht. So, mehr sage ich nicht. Und warum machen Sie das? Sag ich, macht doch jeder hier. Sagt er, Sie sind der Einzige, der hier angelt. Sag ich, nein, die Fußgänger, gucken Sie mal, die nehmen sich keine Angel, die nehmen eine Plastiktüte und Korb, die angeln nach Sinn, nach Glück, Prestige. Aber die kriegen nur ein Handy, nur eine Waschmaschine, nur ein Pullover. Da ist kein Sinn, kein Halt. Und hier finde ich auch keinen Fisch. Hier finde ich nichts. Und dann rede ich, wo angeln Sie eigentlich, wo suchen Sie nach Halt im Leben, nach Sinn im Leben? Was ist Ihre Antwort darauf? Und dann bin ich mit den Leuten im Gespräch. Und das Interessante ist, gerade bei dieser Angelaktion, da halten mich viele für verrückt. Manche gehen an mir vorbei und reden gar nicht. Aber das ist die Aktion, wo gerade Männer die interessantesten Gespräche mit mir führen und oft ihre ganze Lebensgeschichte beichten und dann auch heulen. Ich habe wenig Situationen, wo Menschen heulen, aber bei der Angelaktion habe ich schon öfters mal Männer gehabt, die geheult haben. Ich lege dann die Angel weg, sodass kein anderer mehr dazukommt, dann wir nur zu zweit reden.
Aber das ist so eine Aktion, dass die Leute lachen. Eine Oma sagt, sie angeln an der falschen Stelle, der Gulli ist weiter links. Arno Backhaus ist Gemeindegründer. Er hat einen großen Bauch- und Buchladen. Er ist Liedermacher. Er ist verheiratet, hat viele Enkelkinder. Und du stellst dich seelenruhig in die Fußgängerzone und angelst. Man könnte dich für verrückt erklären, man könnte aber auch danach fragen, warum tust du sowas? Warum vergeudest du in dieser Weise deine Zeit? Ja, ist die Frage, ob die Zeit vergeudet wird. Ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Jahr bei Halloween mit einem großen Aufsteller gestanden zum Thema Halloween. Warum Leute den Horror feiern. Ich habe gedacht, wenn eine Massenkarambolage ist, das ist Horror pur. Und wenn einer Krebs diagnostiziert bekommt, das ist Horror pur. Wenn einer als Kind misshandelt wird, ist Horror pur. Das ist doch kein Grund zu feiern. Horror ist nie ein Grund zum Feiern. Darüber diskutiere ich dann mit den Leuten, die bereit sind, darüber zu sprechen. Was liegt dir auf dem Herzen? Das ist ja nicht Selbstdarstellung, das ist nicht Wichtigtuerei. Nicht das ist nicht der Punkt. Mir ist einfach mir liegt es auf dem Herzen, mit Menschen zu sprechen, die Menschen aufzuknacken, die bereit sind, sich zu öffnen. Und deshalb spreche ich keinen an, sondern warte nur auf die Leute, die zu mir kommen und was wissen wollen. Und dann, was daraus wird, das überlasse ich Gott. Und die gehen dann oft sehr nachdenklich weg und die Bilder bleiben haften. Das ist, wo so Kletten setzen, wo ich so eine Klette setze, dass sie sagen, ey, das, was der da erzählt hat. Ich habe den Eindruck, ich weiß es nicht, ob das ein Stück weit meiner Berufung ist. Ich habe ja nicht nur eine Berufung, ich habe mehrere Rufe gehört bisher. Aber das ist so eine, wo ich merke, ich kann mit einfachen Mitteln Menschen durcheinander bringen, schrubbelig machen. Die haben ja immer so ein festes Raster. Ich habe zum Beispiel jetzt hier am Friedrichshafen gestanden mit einem Schild, ein großes Schild, da steht drauf, ich bin Gott. Und ganz klein darunter steht ES-Ebenbild. Ich bin Gottes Ebenbild, wenn die Leute nah rankommen. Da kam eine Frau und sagte, so ein Verrückter, sagen wir, haben Sie noch alle? Sag ich, kommen Sie doch mal ein bisschen näher. Sagt, jetzt soll ich auch noch zum Verrückten noch näher kommen. Es reicht mir schon vom Weiten. Sag ich, dann lesen Sie das ganze Schild. Welches ganze Schild? Und da habe ich gedacht, da steht doch noch was. Oh, Entschuldigung, hat sie gesagt, das habe ich gar nicht gelesen. Sag ich, ja, das ist typisch für uns Menschen. Wir beurteilen und registrieren vom Weiten Menschen. Menschen, Situationen, auch Gott beurteilen wir vom Weiten. Dem geht es nur um Macht und Geld. Sag ich, krabbeln Sie doch mal ganz nah auf den Schoß von Jesus. Kommen Sie an sein Herz. Da merken Sie, es geht um Liebe und Barmherzigkeit. Und darüber rede ich dann mit den Menschen, wenn sie bereit sind zu reden. Fantastisch. Aber ich muss mir da viel auch Aggressives anhören. Und das lasse ich gar nicht in mich rein, weil die Leute kennen mich ja nicht. Die können mich ja Blödmann schimpfen. Ob ich einer bin, weiß ich ja selbst, an welchen Stellen ich ein Blödmann bin. Aber in der Situation bin ich dann keiner auf der Straße. Stellst du bei solchen Aktionen einen Hut auf oder was ist der Lohn dafür? Es ist kein Lohn. Ich habe mal einen Hut aufgestellt in Dresden, da habe ich vor der Dresdner Bank gesessen. Mit dem Hut, da waren etwa 120, 150 Euro Scheine und Münzen drin und hat ein Schild vor mir, mehr, Ausrufezeichen, mehr. Und da kamen Leute und sagten, reicht Ihnen nicht? Sag ich, nee, ich will mehr. Sag ich, unverschämt. Sag ich, ja, vollkommen richtig, ist unverschämt. Aber das ist doch unser Prinzip, wir wollen doch eben alle mehr. Die Geschäfte wollen mehr, Sie wollen mehr, wir wollen, ich will, jeder will mehr. Und das ist unmenschlich, wenn jeder mehr will. Und darüber rede ich. Aber mit dem Hut habe ich sonst wenig zu tun. Aber man muss trotzdem viel Gottvertrauen haben, dass man in der Zeit, wo man 10 Stunden am Fließband stehen könnte, jetzt von Luft und Liebe lebt. Nein, das kann ich ja nicht nur machen. Also das ist ja, ich arbeite ja auch noch anderweitig. Das ist praktisch mein Hobby oder meine freie Zeit. Mhm. Oder wenn meine Frau einkaufen geht, dann mache ich das. Aha, bin gespannt, was deine Frau dazu sagt. Mich würde noch interessieren, Kollegen von dir, die stellen sich ganz oft mit großen Transparenten in die Fußgängerzone und da steht drauf, tut Buße oder bereite dich vor, deinem Gott entgegenzutreten. So könnte man ja auch die Menschen mit Gott konfrontieren. Ja, letztendlich ist nicht mein Job, andere zu hinterfragen. Ist es nicht mein Stil? Es gibt auch Menschen, die durch solche Menschen ins Nachdenken kommen. Aber ich habe den Eindruck, nicht so viel. Die werden
abgestoßen, wenn ich jemanden hinterfragt, so massiv kritisiere. Mhm. Und ja, also ich habe da tendenziell eher Probleme mit. Was steckt bei dir für eine Philosophie dahinter, das Gespräch? Ich habe mal einmal erlebt, das war in Bad Rappenau, glaube ich, da saß ich in der Fußgängerzone, habe Geld verschenkt. Ich wurde reich beschenkt, nimm dir was raus, eine meiner Aktionen. Und dann kam jemand vorbei, stand neben mir, hat sich neben mich gestellt und sagt, Sie sind doch Arno Backhaus. Sag ich, ja. Und dann hat er dem Passanten gesagt, das ist Arno Backhaus, der möchte Geld verschenken. Und hat dann angefangen zu predigen, was das für eine Aktion ist. Da habe ich einfach mein Schälchen genommen und bin weggegangen. Weil der hat den Sinn nicht verstanden. Mhm. Ich will die Leute, dass die Leute neugierig sind, verwirrt werden, sagen, was, worum geht's denn da? Was, warum macht der das? Was, und Fragen stellen. Und wenn die Leute Fragen stellen, kann ich Antworten geben. Die wollen ja keine Antworten, wenn sie keine Fragen haben in der Fußgängerzone. Aber ich provoziere Fragen und dann kann ich antworten. Eigentlich müsste ich jede Kirchengemeinde in Deutschland engagieren, für auf jeden Fall 2 Stunden vor dem Gottesdienst solche Aktionen durchzuführen. Und dann wären die Kirchen vermutlich voll, ja. Weil die Menschen dann nach mehr suchen. Dann. Ich habe irgendwo auch mal in Annaberg im Erzgebirge vor einer Kirche, da habe ich auch mit dem Schild gestanden, ich bin Gott. Und da hat die Pfarrerin mich heftig, also fair, aber sehr heftig angemacht. Und dann habe ich, das war noch eine andere Aktion, ich bin Gott, steht im Hesekiel 28,1-4, steht, dass wir Menschen uns als Gott aufspielen. Du Mensch spielst sie als Gott auf, obwohl du nur ein Mensch bist. Ich werde dich hinabstoßen vor deinen Thron. Und dann haben die Leute fragen mich, wie sind sie auf die Aktion gekommen? Ich habe mich mein Leben beobachtet, das ist das Ergebnis. Und sagt, dass sie Gott sind. Sag ich, ja, sie sind ja verrückt. Und ich spiele mit dem Gedanken, dass die das als Selbstanmaßung verstehen. Aber wenn ich mit ihnen rede, sage ich, das ist eine Selbstanklage. Ich klage mich an, dass ich mich als Gott aufspiele, obwohl ich nur ein Mensch bin. Und dann sind die Menschen ja im Gespräch oder... Und in Annaberg, da hat die Frau, die hat es danach verstanden und sagt, das ist ja sehr interessant. Schade, macht sonst keiner außer dir solche Aktionen und damit kann man die Menschen aber natürlich in die Kirche einladen. Ja, es hat einer mal Geld nicht verschenkt, sondern meine Frau und ich sind durch Karlsruhe gegangen und hat einer kleine so Onigami-Schwalben und die japanische Pfeiltechnik verschenkt und sagt, ich schenke Ihnen Zeit von mir. Habe ich mich dazugestellt und dann habe ich ihn gefragt, wie sind Sie da drauf gekommen? Und sagt, ja, es gibt da einen Künstler, der verschenkt Geld. Und er kannte mich nicht. Er hat nur davon gehört. Sag ich, ja, der steht gerade vor Ihnen. Sagt er, ich habe nicht so viel Geld, aber ich habe viel Zeit und verschenke diese Teile, die Bastelteile. Und habe ich das gedacht, das ist toll. Da hat jemand verstanden, es kopiert und auf seiner Weise verändert. Also Arno Backhaus darf man kopieren und das natürlich. Kann man sich ja nur noch wünschen, dass viele auf diese Idee kommen. Viele deiner Ideen gibt es auch in deiner Biografie. Du hast gerade gesagt, viele deiner Ideen sind dadurch, dass du über dein Leben nachgedacht hast in deiner Biografie. Da hast du über dein Leben nachgedacht. Warum muss ich diese Biografie lesen als einer, der nicht gerne liest? Der nicht. Erstens, weil 170 Fotos enthalten sind. Du kannst also, auch wenn du bildmäßig verführt bist, dann gibt es für Männer, gerade für dich, auch große Überschriften. Ne? Die Schriftgröße von dem Buch ist groß. Und das Buch ist sehr authentisch, sehr ehrlich. Also es ist eine Autobiografie, die nicht schreibt, ich war dann in New York und dann da und dann da und da, sondern da, was für Konflikte, was habe ich mitgemacht mit mir, mit meinen Eltern, mit meiner Mutter, mit meiner Frau, mit unseren Kindern, mit Gott, mit Arno und Andreas, mit unserer Gemeinde, was für Positives und Negatives. Mhm. Und du kannst das nicht, typisch Arno, versuch es erst gar nicht. Ja, ne? Das war so eine meiner... typischer Satz, den das ist ein typischer Satz. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Bibel, dir deine Meinung. Da habe ich eine Seite, nur die Sprüche, die in meinem Herzen eingebrannt sind. Lass das, geh weg, Arschloch, wir können ohne dich, halt die Klappe, mach dich weg. Nur Sätze, die in mir eingebrannt sind, durch das ADS natürlich, habe ich mich oft auch sehr schräg benommen und habe da viel Widerstand erlebt. Aber das ist ein anderes Thema. Mich hast du überzeugt, ich werde das Buch anschauen.
Die Bilder. Anschauen Sie die Bilder. Ich freue mich riesig, dass du da warst, lieber Arno. Ich freue mich, dass du auch wieder mal kommst. Wir brauchen dich hier und ich freue mich riesig, dass du jetzt predigen wirst zu uns. Ich wünsche dir Gottes Segen, viel Weisheit, liebe Grüße an deine liebe Frau. Danke. Und viel gute Gedanken jetzt bei der Predigt. Ja, danke schön. Am Anfang schuf Gott Papier und Bleistift. Auf dem Papier war es noch hell und leer, nur Weisheit bedeckte die Fläche. Da befahl Gott, schwarze Linien sollen auf dem Papier erscheinen, und es geschah, und Gott hatte Freude an den Strichen. Dann gab Gott den Linien einen Schlüssel, so geschah es. Und Gott befahl, dass schwarze Punkte auf den Linien erschienen, und Gott hatte Freude daran, denn es war sehr gut. Und Gott nannte die Fläche Papier und die schwarzen Punkte Noten. Dann befahl Gott, an den Noten sollen Hälse entstehen, manche nach oben, andere nach unten gerichtet, manche mit Fähnchen, andere ohne. Und Gott brachte alle Arten von Noten hervor, halbe, ganze, punktierte, Sechzehntel. Nur an Schulnoten hatte er keine Freude. Und Gott schuf Dur für den Tag und Moll für die Nacht. Und Gott hatte Freude daran. Dann befahl Gott, die Noten sollten Melodien hervorbringen. Und weil Gott die Ruhe liebte, schuf er ruhig meditative Melodien. Und weil er der Fels in der Brandung des Universums war, schuf er den Rock. Klassik sollte alle an Gottes Klasse, an seine Qualität erinnern. Und weil er Körper und Seele nicht trennen wollte, brachte er Techno und Soul hervor. Die Country-Musik sollte ihn an das Land erinnern, das er vor Lichtjahren erschuf. Und Gott hatte Freude daran und tanzte im Himmel mit seinen engsten Freunden. Dann sagte Gott, nun wollen wir den Menschen machen, ein Wesen, das uns ähnlich ist. Er soll Macht haben über die Noten und mit ihnen spielerisch umgehen. Nur die Note L bleibt mir überlassen, für meine göttliche Melodie. Die soll der Mensch nicht anrühren.
Soweit meine Übertragung der Schöpfungsgeschichte aus dem Alten Testament, im Original nachzulesen im ersten Buch Mose. Gott hat sich das Leben wie ein großes Orchester vorgestellt. Das war sein Plan mit uns, ganz am Anfang. Er gab uns die Partitur, gab uns die Noten. Er war der Komponist und der Dirigent. Er war der Schöpfer der Lebensmelodie. Wenn wir uns nach ihm und seinen Vorgaben richten, kommt aus unserem Leben eine wunderschöne himmlische Melodie heraus. In der Bibel wird immer wieder berichtet, und Gott sah, dass es sehr gut war. Gott ist kein zwanghafter und verbissener Perfektionist, aber Gott macht alles wunderschön und optimal. Er gab uns die Noten, aber spielen müssen wir selbst. Das Problem ist nur, wir haben Gottes Noten nicht akzeptiert, erst recht nicht ihn als Dirigenten. Das Ergebnis? Viele von uns spielen sich im Lebensorchester auf als die Größten und die Schönsten. Wir wollen den anderen immer sagen und zeigen, was angesagt ist. Das fängt ja im Kinderzimmer an und hört nicht auf zwischen den Erdteilen, wo ein Erdteil den anderen durch Weltmarktzinsen in die Knie zwingt. Jeder haut auf seine Pauke. Manche posaunen ihren Egoismus so laut hinaus, dass die leisen Töne gar keine Chance mehr haben, gehört zu werden. Viele pfeifen im Lebensorchester auf dem letzten Loch, weil sie die Melodie nicht mehr zusammenbekommen. Sie haben die Harmonie verloren, die Partitur. Manche spielen sich auf als die ersten Geiger im Orchester des Lebens. Sie geigen uns ihre Meinung um die Ohren, dass uns Hören und Sehen vergehen. Und im Streichorchester sind wir ganz groß. Da werden an allen Ecken soziale Errungenschaften gestrichen. Die Armen werden ärmer, die Reichen reicher. Im Streichorchester sind wir Spitze. Auch im privaten Bereich streichen wir gerne den größten Teil für uns selbst ein. Unser Outfit ist tipptopp, aber unser Infit geht baden. Wir wollen Erster sein bei der Castingshow, beim Talentschuppen. Im Orchester des Lebens gibt es immer mehr Solisten, kann ich alleine, komme selbst zurecht. Ich, meiner, mir, diese drei erhalte mir. Egomanie wird als neuer Wert verkauft. Wenn du dich umschaust, stellst du fest, jeder spielt seine eigene Melodie. Das Problem ist nur, wir werden leider nicht selig, sondern gehen jeder an dieser eigenen Fasson kaputt. Und das Ergebnis? Orientierungslosigkeit an allen Ecken. Beziehungen brechen auseinander, unsere Natur steht vor dem Kollaps. Wenn du ein Lied komponierst und dichtest, hast du die Rechte an dem Lied, du bist der Eigentümer. Wenn jemand etwas Geniales erfindet, hat er das Recht, der Sache den Sinn zu geben, die Gebrauchsanweisung zu definieren. Die Bibel sagt, Gott hat das Patent auf das Leben. Gott hat das Recht an meiner Seele, sich als Dirigent vorzustellen, mir zu sagen, wie ich diese Lebensmelodie wieder zurückbekomme. Er definiert den Sinn des Lebens, nicht ich. Und wie sieht die Realität aus? Jeder definiert sich doch selbst seinen Sinn. Und viele fragen früher oder später, ist alles sinnlos? Die Frage lautet doch, wie bekomme ich Sinn in mein Leben? Wie bekomme ich diese Lebensharmonie zurück? Je mehr ich mich Gottes Wirklichkeit öffne, mich seinem Einflussbereich aussetze, diesem Jesus erlaube, mein Lebensdirigent zu werden. Vielleicht denken Sie, da muss ich ja meinen Willen aufgeben. Keine Angst, Sie werden kein Roboter, auch kein Religiöser. Wir kopieren ja alle, unsere Eltern, den Zeitgeist. Wir lassen uns beeinflussen von den Medien. Wir sind kein weißes Blatt, das wir alleine beschreiben. Wenn wir etwas hören, beurteilen wir das Gehörte bewusst oder unbewusst, in Bruchteilen von Sekunden, ob es unserer Sicht der Dinge entspricht oder nicht. Aber wer ist der Maßstab für unsere Beurteilung? Nach welchen Kriterien beurteilen wir? Wenn du sagen würdest, nach dem, was logisch ist oder hilfreich, würde ich fragen, wer hat dir gesagt, was logisch und hilfreich ist? Warum glaubst du dem, der dir sagt, was hilfreich ist? Bestimmte Dinge wollen wir glauben und andere nicht. Das ist oft irrational und hat wenig mit Logik zu tun. Wir sind den ganzen Tag dabei, mehr unbewusst als bewusst andere zu kopieren. Und was dabei herauskommt, kannst du jeden Tag in der Zeitung lesen oder im Fernsehen sehen. Wenn wir also so etwas kopieren, dann lassen uns doch den kopieren, der von sich selbst sagt, dass er der Weg ist und das Leben und die Wahrheit, dass er das Copyright auf die Lebensmelodie hat. Du denkst, da muss ich ja meinen Willen aufgeben, aber das machst du, wenn du in einem Chor singst, doch auch.
Da musst du dich nach den vorgegebenen Noten richten. Und da ist deine eigene Meinung doch nicht gefragt. Wenn ich mich nach Gottes Maßstäben, nach seiner Partitur ausrichte, wird mein Leben ausgefüllt mit himmlischem Frieden. Ich erlebe ein Fundament, das trägt in guten und in schlechten Tagen. Ich bekomme eine göttliche Energie, mich einzusetzen für andere Menschen. Ich erlebe eine Kraftquelle, die mich zum Leben führt und zur Freude. Ich werde motiviert, mich einzusetzen für Gottes Schöpfung, für gerechte Strukturen, für geborenes und ungeborenes Leben. Das Ziel mit Gott ist das ewige Leben und das fängt nicht erst nach dem Tod an. Ewig ist ja ein Qualitätsbegriff. Diese Lebensqualität kann heute beginnen. Da beginne ich, mich selbst zu finden, werde heiler, werde stabiler und gelassener, finde im Glauben an Jesus ein Lebensfundament, das über den Tod hinaus Bestand hat. Mir wird immer mehr bewusst, woher ich komme, was das Ganze eigentlich soll. Das Ziel und der Sinn, das Leben, wird mir immer klarer. Ich erfahre meine Begabung, erlebe meine Begrenzung und muss nicht daran verzweifeln, weil ich ja in Gott ruhe. Er ist ein guter Gott, sensibel, fair und geduldig, gerecht, aber auch nachtragend. Er trägt meine Last, meine Schuld und Sünde ans Kreuz von Golgatha. Je mehr ich glaube und verstehe, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, mich wertschätzt, desto weniger brauche ich irgendeine Rolle zu spielen, kann echt sein, kann über mich selbst lachen, weil ich ja brutto geliebt werde. Er hat mich so ernst genommen, dass er sogar sein Leben für mich einsetzt. Das entlastet, entkrampft und entspannt. Ich muss mich nicht mehr so ernst nehmen, weil Jesus das schon gemacht hat. Wenn wir versagt haben, wenn wir Zweifel an Gottes Liebe und an allem haben, bekomme ich einen Lebenstrainer an die Seite, der mich tröstet, der mich stärkt, neu motiviert und mich ermutigt. Gehen Sie auf die Suche nach dem Dirigenten der himmlischen Lebensmelodie. Geht zu den Menschen und ladet sie ein. Ladet sie ein, Jünger Jesu zu sein. Tauft sie und lehrt sie, was ich befohlen hab. Verkündet der Welt das, was ich euch weitergab. Die Wolke der Zeugen durchdringt das ganze Land. Unaufhaltsam handelt Gott durch Menschenhand. Wunder und Zeichen, Unglaubliches geschieht, wo diese Wolke der Zeugen durchzieht. Nun gehen wir und leben das Evangelium, reden wahrhaft und niemals drumherum, nehmen auch mutig Widerspruch in Kauf, so hoffnungsvoll ist unser Christenlauf. Geht zu den Menschen und ladet sie ein. Ladet sie ein, Jünger Jesu zu sein. Tauft sie und lehrt sie, was ich befohlen hab. Verkündet der Welt das, was ich euch weitergab. Die Kraft seines Geistes treibt Gottes Kinder an, weil es keiner aus sich selbst vollbringen kann. Er ist es, der alle Macht in Händen hält. Er bleibt bei uns bis ans Ende der Welt. Geht zu den Menschen und ladet sie ein. Ladet sie ein, Jünger Jesu zu sein. Tauft sie und lehrt sie, was ich befohlen hab. Verkündet der Welt das, was ich euch weitergab.
vieles im Leben ist und bleibt vielleicht krumm. Geht auch durch das Gebet nicht unbedingt, um es gerade zu biegen. Aber das Gebet hilft uns, die leckere Frucht darin zu entdecken und zu genießen und hilft uns vielleicht sogar, das Krumme dann anzunehmen. Lasst uns füreinander und miteinander beten. Heiliger Gott, Vater im Himmel, du bist der Dirigent, du hast die Melodie im Ohr und du willst in unser Herz eindringen mit den guten Tönen, egal ob das Leben mal in Moll oder in Dur spielt. Komm du rein in unsere Welt und verändere da, wo es nötig ist. Begegne uns, du Schöpfer des Lebens. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir alles an, was uns bewegt, was uns belastet, was uns Sorgen macht und traurig macht. Erlöse uns, befreie uns. Bleib uns gnädig und wohlwollend gesonnen. Und wir beten weiter mit den Worten, die uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht euren Weg weiter. Durch diesen Gottesdienst hindurch, jetzt in den Alltag zurück unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht und schenke euch Frieden, seinen Shalom. So seid gesegnet im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlichen Dank, wenn Sie uns auch finanziell unterstützen. Jeder Cent ist für diese Arbeit. Und wir danken Ihnen herzlich, dass Sie sich's aufs Herz nehmen, uns zu helfen, dass wir weiterhin als Freudenboten Gottes in dieser Welt unterwegs sein dürfen. Jetzt gehen Sie Ihren Weg, getrost und ohne Sorgen, denn der Herr sorgt für dich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederfernsehen.